Das sind zwei Seiten. Und ich spreche nicht zu euch so ein nettes Grußwort, sondern ich lese euch zwei Seiten vor. Die dauern 5 Minuten. Warum wir als Körper und nicht als Sprache zur Welt kommen, habe ich mich gefragt. Stimmt das überhaupt? Frage ich mich auch. Die Frage sagt es aber schon, nämlich wegen der Verbindlichkeit. Nackt, und das wird sich jetzt durch diese beiden Texte ziehen, nackt durch eine Nabelschnur, so fängt das an, ihr wisst das, die Verbindung, und dann Cut. Cut, das ist der erste Schnitt, oder man könnte auch sagen, der erste Einschnitt, die erste Kulturtätigkeit, und das könnte auch ein Biss sein, es muss nicht nur eine Schere sein. Es ist aber auch eigentlich ein sprachlicher Eingriff. Ihr wisst, das Cut, das Schneiden, und das, was eins war, ist zwei und wird nebeneinander gehalten, und damit passiert dann im Vergleich etwas. Also eigentlich ist das unsere erste, eigentlich gar nicht die erste, aber eine Begegnung mit einer ziemlich gewalttätigen Art von Sprache. Die Zunge verbindet Körper und Sprache. Die Sprache erfindet Verbindung, so wie ich hier, und der Körper, der baut sie auf oder er baut auf sie. Die Sprache sagt dies und sie sagt auch das Gegenteil. Ihr kennt das, die Sprache lügt. Die Sprache kann überhaupt nicht lügen, denn sie ist gar nicht wahr. Die Sprache nämlich spekuliert. Und ausgerechnet dieses quecksilbrige Ding da, die Sprache, dieses unzuverlässige Etwas, das zu rufen, naja, sogar anzurufen, herzubitten als Wirkmacht, hey, als Wirkmacht, also ich sage wirklich als Wirkmacht, und das Hören als krasse Übertragungstechnik zu beschwören, anzupreisen, ist das peinlich? Die Frage ist, ist das peinlich oder ist das poetisch? Und poetisch ist für mich eigentlich ein Schimpfwort, aber manchmal auch nicht. Jetzt habe ich hier schon 3 Ps oder 4. Augenblick. Peinlich, poetisch, preisend. Und es kommen noch andere Sachen mit P. Wirkmacht. Wirkmacht wohin? Weil ohne wohin macht Wirkmacht keinen Sinn, reibe ich gerade. Future, time, space, more time, more space. Hört ihr das? More, mehr, ich will mehr, hört sich komisch an. More time, more space, less me, lass mich. Zeit und Raum ohne mich, macht das Sinn? Ja, eigentlich nicht für mich, für Zeit und Raum vielleicht schon. Mehr Zeit und mehr Raum für und zwischen dich und mich. Klingt irgendwie fies. Es klingt nach mehr. Und mit mehr soll doch bald nicht mehr mehr sein. Das liegt aber auch einfach nur am H, nämlich am H. Wenn man das H mit dem E ersetzt, ist es das mehr. So machen das eben diese Schreiber. Die flutschen einfach ein E fürs H und schon haben sie den Ozean. Water, Air, Luft, alles ist super, alles ist unschuldig, alles ist universal und alles ist... Ja, aber in Wirklichkeit, ich weiß es nämlich nicht. Der Witz ist, wir wissen es nämlich alle nicht. Gibt es dann Wirkmacht ohne Handlung? Was ist Handlung? Ich habe ja nicht gefragt, was Abhandlung ist, sondern was Handlung ist. Genau jetzt, das war aber jetzt schon ein bisschen her, aber damals war es jetzt, also heute um 11.35 Uhr, also heute, Freitag, saß ich oder da sitze ich, schaue ich aus dem 5. Stock zwischen, also genauso runter, zwischen die Pobacken eines grünbehusten Bauarbeiters. Ich lache. Ich klopfe ans Fenster, das Fenster ist kalt. Der hört mich natürlich da unten nicht. Und ich darf sagen, so viel Fleisch hätte ich nicht erwartet. Ich saß da an meinem Text und da plötzlich, schwupp,
Er hört mich nicht. Vielleicht spürt er, dass ich ihm in die Pobacken gucke. Er zieht die Hose etwas hoch, aber erstaunlicherweise nur etwas. Also ich kann weiter gucken, dann steht da noch was da. Dann dreht er sich um und setzt sich auf den Mauervorsprung. Und jetzt ist echt die Frage, wieso lasse ich diesen Po hier zu? Da könnte einem viel zu einfallen. Einfach so, weil Po immer gut ist, irgendwas Doofes halt. Aber eigentlich wegen der vielen, vielen Kontexte, Bildräume, Erfahrungen, Prejudices, Vorurteile, die ihr und auch die ich dazu habe. Bauarbeiter, Pobacke, feministisches Festival, wow, was mache ich jetzt? Aber es ist passiert. Und ich mache es wegen der Verbindlichkeit. Jetzt lese ich hier was nicht vor, was hier gar nicht steht. Was ich aber dachte, ist Zukunft verbindlich? Natürlich. Aber wessen Zukunft? Die Zukunft selbst gibt es nicht. Ich schätze, wir sind der Zukunft egal. Jeder von uns ist der Zukunft und vielleicht sogar jeder Zukunft egal. Wir können hier sein. Dank Augusta, Kalle und dem Team samt Charmrock und wirklich danke. Danke. Nämlich wegen Verbindlichkeit. Zwischen oder von Verbindlichkeit, zwischen oder von losem, lockeren, luftigem, lügigem, lückigem, schönem, hellen, dunklen, fehlendem. Ah, das waren jetzt alles Adjektive und das Subjekt. Okay, sprechen. Sprechen, versprechen, hören, zuhören, lauschen, übertragen, empfangen, sein, Tat. Und dazu gehört auch, dass ich mich entschlossen habe, die Pobacken des Bauarbeiters und meinen Blick in die Hose hier zuzulassen. Nein, ich habe ein anderes Subjekt. Das Objekt ist der Plan. Wir sind hier wegen einem Plan, oder heißt das wegen eines Plans? Ich glaube, es heißt, wir sind hier wegen eines Plans, aber ich finde, das hört sich nicht nach Plan an. Also ich bin hier wegen einem Plan und ihr seid hier auch wegen einem Plan. Das ist nämlich das vierte P, wenn ich den Bauarbeiter dazu nehme, das fünfte. Wir können das, weil es unser Ding ist, dabei sein, schreibend, denkend vielleicht, dankend vielleicht, forschend und reingehen ins Nichtwissen. Und jetzt nicht in dieses super abgenudelte Nichtwissen, was wir alle schon irgendwie oft wussten, dass das Nichtwissen ja so super ist, sondern ins echte Nichtwissen, wo man nämlich ganz doll wissen will und richtig zuhört, ob irgendetwas einem was sagen kann, was jetzt sehr, sehr wichtig ist, aber weil, was man irgendwie ums Verrecken nicht hört. Und diese super fremde Sprache zu entziffern, wirklich zu gucken, wo sagt mir etwas etwas? Was spricht überhaupt? Und andere und euch und wir uns gegenseitig in unsere Hirnis und Texte und Bilder und Bücher einladen, als in ein Paralleluniversum, was es immer schon war, das fünfte oder das sechste P. Und dazu gehören alle eure Pläne, Einsichten, Übungen, Aktionen, mit vielen, mit wenigen, in Häusern, außerhalb von Häusern, virtuell, hybrid, in der Badewanne, verdoppelt, verdreifacht. Und zwar wegen Leben. Und in anderen Worten,